Ja, moin Leute, euer Und damit hallo und Zwiebel. herzlich willkommen. Ich hab's gewusst. Ich hab's einfach gewusst. Ich bin schon mit einem Grinsen reingegangen, also ganz ehrlich. Okay. Freunde, wir sind gerade dabei, das schwarze Brett hier wiederherzustellen von The Middle of Nowhere. Und beziehungsweise wir haben es in der letzten Folge getan, doch noch können wir nicht drauf zugreifen, noch müssen wir was anderes machen, und zwar Spider-Ents töten, die. Ich weiß nicht. Warum wir die töten müssen, um das schwarze Brett wieder zu aktivieren, aber wir müssen es tun. Ich Wir denke mal, wir hinterfragen werden. nichts, wir tun es einfach nur, ne? Oh, okay. Wir hinterfragen nichts. So, ich laufe mal ganz schnell zum Auto. Wie mein Fahrer. Ich versuche auch mal wieder ein bisschen beim Zero zu bleiben, weil wir laufen ja in letzter Zeit so ein bisschen getrennt. Muss ja nicht sein. So, wo müssen wir denn hin, liebes Zero-Navi? Okay, wir sind dann nicht da. Wie? Wir müssen die Viecher hier töten. Ah, die Viecher. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Der knallharte So, das war's könnte doch schon. übrigens wehtun. Ja. Ich steck mal aus, ne? So. Ja, besser ist. So, wo ist meine Waffe? Hier. Was hast du getan? Alter, der hat mich einmal irgendwie mit Säure vollgesprüht. Ich dachte gerade, das wäre ein Riesenvogel, aber das war nur ein. Das war nur eine. Hier, wie heißt das? Dreht sich, macht Strom durch Wind. Wie heißt das Ding? Windrad? Ja, genau. So, alter Ego haben wir, verstecktes Tagebuch, Schnitzeljagd und Kreis des Gemetzels. Ich glaube, Kreis des Gemetzels ist die Arena. Okay, wollen wir die vielleicht sogar machen oder wollen wir Wir können ja mal in die andere Arena Quest? gehen. Okay. Oh, ich glaube, die ist ein bisschen hart. Aber egal. Wir können sie ja trotzdem mal versuchen. Wie Kreis des Gemetzels, ne? So, ich habe es dann gleich mal aktiviert. Wollen wir mit dem kaputten Auto fahren oder? Nö, es repariert sich ja von alleine. Es müsste wieder heil sein. Müsste ich vielleicht. Ach so, hier können wir auch welche holen. Und ich laufe das letzte Mal da ganz hinten hin. Oh, hier ist eine Waffe drin. Ja, aber eine blöde Waffe. So, ich guck noch kurz mal nach dem Weg. Ach, da oben. Ist in einer anderen Nee, Area? das ist eine Quest. Die haben wir noch nicht entdeckt. Ach so. Wir müssen wieder zurück auf die andere Seite. Aber das können wir auch von da unten. Wir können auch die Quest mitnehmen. Dass wir die Quest erstmal annehmen und dann drüber gehen. Aber ich glaube, können wir da schon drüber? Weiß es nicht. Wir können Ah, natürlich auch. da ist eine Brücke. Das ist eine Brücke. Die Brücke ist momentan zu, da kommen wir nicht rüber. Ach so. Also machen wir erstmal was anderes. Nö, wir machen jetzt die Arena. Nur da ist noch eine Quest, die wir annehmen können. Ach so. Und dafür müssen Jetzt wir habe ich es auch über die verstanden. Brücke. Die aber noch oben ist. Mal gucken. Also diesmal sind es auf jeden Fall keine Skaggs, das kann ich dir sagen. Wir kämpfen nicht gegen Skaggs. Ich weiß, gegen was wir kämpfen, aber lass dich mal überraschen. Okay. Da bin ich ja auf jeden Fall mal gespannt. Na, hallihallo. Gleich verfehlt. Oh, das ist ein harter. Ja. Ich häng fest. So, jetzt. Mann, jetzt Nein. war das schon. Immer das ganz alleine, mein Freund. Wer bist du denn? Das sind Knallharter zwei Psycho. Knallharte. Ja, aber der Dich ist eher weicher. Ein weicher Knallharter. Der hat keine blauen Augen. Ne Shotgun. Ah, nichts Tolles. Nö. Ich sehe nichts, alles steht in Flammen. Ach so, der ist tot. Aber die andere nicht. So. Ja, brauche ich.
Kannst dir gleich ein bisschen Leben kaufen, bevor wir in die Arena gehen. Oh, oh, was ist das denn Schönes? Oh, was war das? Achso, hier. Granaten. Jo. So, erstmal Sachen verkaufen. Ja, ich hab da oben den kleinen Schrank nochmal aufgemacht, war aber nichts Schönes drin. Nur Munition. So, dann lad dich mal ein bisschen auf. Du kannst ja auch ein paar Medikits mitnehmen, falls du glaubst, dass du sie brauchst. Oh, hier ist ein fettes Ding für Sirene drin. Glaube ich jedenfalls. Jedenfalls mal zu 5 verschiedenen Sachen. Aber ist mir auch zu teuer. Okay. Ist mir egal, was haben wir hier noch? Achso, wir müssen erstmal mit Typen reden, ne? Achso, hast du gut. So, Kreis des Gemetzels, Runde 1. Du musst nur überlegen. Yay! Es ist, naja, ich gehe einfach halb kaputt da rein. Ist mir egal. Es sich heilen können. Ach, pff, das brauchen nur Noobs. Du bist der Erste, der umkippt, ich seh's jetzt schon. Okay, ich renne einfach mal wie ein Psycho rein und passt das schon. Autsch, 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 autsch. Kommen aber auch viele raus, Alter. Echt nicht schlecht, ja. Liegen überall Medikits rum, das ist gut. Oh, ich hab grad ein gutes Schild aufgesammelt, aber ich kann es nicht einsetzen, ne? Was du denn? War's das schon? Das war die erste Runde, ja. Aber es wird heller. Das war ja easy. Das war jetzt die für 26, ne? Okay. Für Level 26. Dann laufe ich nochmal raus. Spreche einmal kurz mit ihm. Zack. Oh, wir kriegen ein Schild. Und ich nehme gleich mal die neue an. Zack. So, ich guck mir das Schild nochmal an. Da ist meins wirklich besser. Ich hab einen 432er jetzt. 432er? Ja, mit Elektroschaden. Boah. Ich hab noch einen 380er mit gar nichts. So. Hab ich aber gerade gefunden, das war jetzt keine Belohnung. Wo kamen die Viecher? Da. Ach so! So, glatt mal ein Dutzend, das ist eine harte, wa? Scheiße, ich hab mein Facebook schon eingesetzt. Ha, ich hab die Wohnung umgebracht! Ich bin OP! Ich hab eine Granate vorm Sterben geworfen. Ich hab die Wohnung umgebracht. Nicht gut. Nein! Oh, die sind ja überall! Oh nein, 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 das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus für mich. Au, 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 nein, nein. Töte ihn, er hat nicht mehr so viel. Hier ist noch ein Schläger, hier ist noch ein Schläger. Moment. Ah, ich hab ihn. Alter, ich werde einfach von hier hinten aus getroffen. Das ist knaller. Ich hab hier, glaube ich, eine ganz gute Ecke gefunden. Oh, das wollte ich gar nicht. Den wollte ich. Wow, 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 wow. Oh, es kommt noch mehr. Oh Gott, der hat überhaupt gar keinen Nacken. Geht's dir gut? Naja, es geht so. Ach du Scheiße, der Typ hat überhaupt gar keinen Schaden. Oh, alter Schwede. Autsch, 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 autsch! Jetzt krieg ich so langsam ein Problem. Nein, nein, nein! Hilfe! Ach, du bist das, ich dachte schon, wir kommen da lang. Nein!
Oh, das Viech kommt näher. Und es leckt. Nein. Nein! Komm, konzentrier das Feuer auf den einen. Ja. Jawohl, sehr schön. Da kommt noch mehr. Alter. Sehr schön. Das ist nur ein kleiner. Jetzt kommen die kleinen Mistviecher noch. Ja, die können ja nichts. Nein, nein, nein. Was machst du denn? Oh, hinter mir. Nice. Hab ihn, hab ihn. Jawohl. Nächstes Level. Ich bin wieder voll geheilt. Mein Dingens hier kommt gleich wieder. Mein, vor uns, direkt vor uns ist so ein knallharter Ast, den gesehen. Ja, ich schieß schon voll drauf. Oh, ein bisschen noch. Sehr schön. Diesmal jetzt sind wir gar nicht mehr weit voneinander entfernt, nur 300 XP oder so. Ja. So, den habe ich auch. Haben wir es geschafft? Brauche ich nicht. Ey! Achso! Hast du den auch angeguckt, ja? Warte. Ja, weil ich bin mir nicht so ganz sicher. Sie ist zwar in allen Punkten schlechter als meine, jetzt momentan, aber sie hat halt ein 50er Magazin und sie macht halt noch Brandschaden. Na, warte. Wie komme ich nochmal... Warte, ich bin verwirrt. So. Oh. Ah. Ach, ich nehme die einfach. So. So ein paar schöne Sachen haben die ja, glaube ich, hier fallen lassen. Joa, ein paar grüne Sachen. Alter. Alter, ich habe eine Assault Rifle. Alter Schwede. Ein 81er Magazin drin. Macht zwar nur 64 Schaden, aber er macht keinen Feuerschaden. Hm. Ja. Macht halt wenig Schaden, aber ach, egal. Also ich habe so hier gerade noch einen mit 54er Magazin gefunden und 86 Schaden. Ja gut, aber ist halt kein Feuerschaden drin, nee. Ne? Meine, die du mir jetzt hier hingeschmissen hast, die macht ja 48 mal 2 Feuerschaden. Also so wie ich das verstanden habe, wenn es richtig ist, dann musst du mich korrigieren. 48, dann muss ich ja einfach 48 mal 2 rechnen, oder nicht? Ich denke schon. Ach, du denkst das so. Erstmal Level Up, so. Zack, mehr Erfahrung für uns. Oh ja, Level Up, Level Up. So, macht der Turm noch ein bisschen mehr Schaden? So, dann haben wir's ja, ne? Also ich habe jetzt nicht noch irgendwie was Tolles gefunden hier, was hier liegen könnte. Ja gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Gehen, nicht rennen. Ich will nur ein paar Sachen verkaufen. So, ich spreche mal kurz mit ihm. Yeah! Boah, fast hätte ich das Ding verkauft. Ich war gerade mitten beim Verkaufen, auf einmal ploppt das Ding auf. Ja, es ist also bei mir nicht so das Beste. Nee, es ist. Ja, jetzt kriegen wir noch die letzte Runde. Ich weiß nicht, ob wir das uns wirklich zutrauen sollten. Probieren kann man es ja mal. Finde ich. Dann würde ich aber tatsächlich eventuell. Ein bisschen Leben mitnehmen, Medikits, oder was? Medikits mitnehmen. Ich weiß noch nicht, ob wirklich. Na, ich hab einfach mal ein paar mitgenommen, kann ja nicht schaden. Ach, egal, ich brauch sowas nicht. Wollen wir wieder zusammen, oder? Okay, wir gehen einzeln. Naja, erstmal ist besser nicht, dass die alle auf einen Haufen gleich zu uns kommen. Ich glaube, diesmal kommen nicht so viele, aber dafür stärkere. Hinter mir! Ist oh, das Level fies. 30. Wow, ich bin gleich tot. Alter. Da hab ich mein Geschütz auch noch falsch rum aufgestellt. Okay, ich glaube, da müssen wir drauf warten. Ich bin halt tot hier. Ich bin tot. Keine Chance gehabt. Ich wurde Rücken geschossen. Oh, ich hab's doch geschafft. Nice.
Ein blauer Schrott. Wieder respawned. Kann ich da jetzt noch mit reinkommen? Hat aufgehört. Achso, na, wenn einer stirbt, dann hört's auf. Ja. Na gut. Was hast du denn da gefunden? Eine Schrot, eine blaue. Oh, cool. Es geht wieder los, ne? Weil ich reingekommen bin. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Alter, down. Ah, den kriegen wir auf jeden Fall zu zweit. Eigentlich könnte man auch so auf Sachen farmen, dass man immer wieder einen tötet. Aber das kostet uns natürlich Unmengen Geld, ne? Ja, das stimmt. Hilfe, Hilfe, jawohl! Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben! Nein! Okay, komm. Ja, das hat keinen Sinn. Der hat einfach einen Raketenwerfer, komm. Was sollen wir denn tun? Das hat wirklich keinen Sinn. Schade. Kommen wir halt wieder, sobald wir es können. Ja, würde ich auch sagen. 21.000 wir verloren. Wir sollten jetzt aber nicht beide reingehen. Oh, gute Idee. Ja, ich bleib mal hier draußen. Guck mal, was der eine verloren hat hier. Ja. Ah, Geld, Munition. Ah, das war's. Die Munition hat er nur verloren, die wir umgebracht haben. Ah, okay. Schade. Gut. Und die Schrott, die ich gerade benutze, ist scheiße. Kann ich ja mal fies sein, ne? Geht das? So rein und gleich wieder raus? Schade. Hey! Ich hab nur was getestet. Ach so, ja, 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 klar. Was wollen wir jetzt machen? Middle of Nowhere haben wir hier noch. Ach, das ist New Heaven. Wo sind wir? East oder West? Derzeit sind wir West. 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 Sind wir East oder West? Wir sind West. Wollen wir nach East wieder, oder? Weil da haben wir noch drei Missionen. Wir können hier bestimmt auch irgendwo schnell reisen. Kann sehr gut möglich sein. Ich mache jetzt trotzdem schon mal eine von denen oder wähle die aus. Eine von denen. Ja, können wir machen, können wir machen. Gut, alles klar. Oh! Zwei Vorrat, zwei Aufschlag, drei Sperrfeuer. Moment. Ei, die ist natürlich. Oh. Das Ding kaufe ich mir aber. Das ist gekauft. Oh, das ist gekauft. So, ich habe mir mal wieder was Schönes gekauft. Bist du soweit? Nee, tatsächlich nicht. Wollte mich nur mal einmal kurz eine Sache gucken. Was ist denn der Aufschlagskill? Ich habe mir das jetzt einfach mal geholt, trotzdem. Ah, hier, steigert den Projektilschaden für alle Waffen. Krass. Jo. So, dann bin ich jetzt bereit. Nee, ich habe gerade eine Dingens gefunden, eine Classmod, die mir nochmal, die uns nochmal Munition plus zwei mehr gibt, sozusagen. Also mein Alter hat vier, die hat jetzt, glaube ich, sechs. Oder war es drei und fünf? Na, auf jeden Fall zwei mehr. Und noch eine andere, einen anderen Skill nochmal zwei mehr. Mhm. Deswegen habe ich mir das Ding geholt und es war halt hier dieses Tagesangebot und hat nur in Anführungszeichen 60.000 gekostet. Also gar nicht mal so viel. Ich habe allein beim Sterben gerade 20.000 verloren. Also besser eher sein Geld auszugeben. Ja. Weißt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier tue. Was wollten wir? Tagebuch. Hast du hier? Kein Schlaf. Gerade gab's Essen. Sechs Käfer in alphabetischer Reihenfolge. Carabus aurutinens als Vorspeise und Tetrix undulata als Dessert. Die Daten, die sich aus der Entzifferung ergaben, lassen mich auf den Ort dieses Ereignisses schließen. Und ich glaube, damit ist die Öffnung der Kammer gemeint. Echo Recorder und ich sind nicht mehr zusammen. Aber wir bleiben Freunde, damit ich weiterhin diese Nachrichten aufzeichnen kann. Er ist einverstanden, weil wir diese Sache zu Ende bringen und die intensive Suche nach der mythischen Kammer dokumentieren müssen. Sie ist kein Mythos. Es gibt sie wirklich. Hast du gerade gesagt, sie ist mit ihrem Aufnahmegerät nicht mehr zusammen? Ich glaube ja. Oh Mann.
Hast du das nächste schon aufgenommen? Nein, noch nicht, weil ich hier die ganze Zeit bekriegt werde. Ich versuche dir gerade so ein bisschen zu helfen. Das Problem ist, an der ganzen Sache ist, dass unser Auto fast dabei drauf geht. Nimmst du das nächste Mal auf, bitte? Damit wir hier weg können? Warte. Bin gleich soweit. Okay. Tag 616. Manchmal wünschte ich hätte diesen Auftrag hier nie bekommen. Dahl will, dass ich abreise. Zeit zu gehen, hieß es nur. Alle anderen sind schon weg. Bis auf die Kriminellen, die sie freigelassen haben. Das sind nicht meine Freunde. Ich wollte auch schon packen. Aber dann habe ich etwas entdeckt. Ich glaube, es ist ein Schlüssel zur Kammer. Das beweist, dass es sie wirklich gibt. Hier auf dem Dorf. Und sie könnte mein werden. Ich habe auch gespielt. Auf etwa 16 Monate genau. Dass ich beinahe 200 Jahre hier sein muss. Und muss, dass die Kammer zuletzt geöffnet wurde. Wenn ich jetzt abreise, bin ich nie. Oh Gott, dieses Ball hier. Oh Mann, sehr schön. Danke. Du machst das schon, ne? Hier ist nochmal drauf, ah, hier ist noch ein Knall. Wie viel Knallharte kommt da eigentlich raus? Und der brennt sogar. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil die Waffe, die ich hier jetzt genommen habe, die hat zwar schön viel Schuss, aber macht extrem wenig Schaden. Leider doch nicht so das Beste. Oh, da ist noch ein. Na, ist ein ganz normaler. Ja, hier ist noch eine Rifle. Alte die Stellung für immer. Ah, plus 10 regeneriert Munition, dann macht das von alleine. Was ist? Die Waffe regeneriert von alleine Munition. Welche? Ja. Was sind das? Meine! Geiles Ding! So. Hat zwar wieder nur 12 Schuss, aber geiles Ding. Hammergeiles Ding. Dieses Tagebuch? Mein Geburtstag. Ich war sehr lang alleine. Heute Morgen kam zufällig ein Sträfling in mein Camp gestreunt. Und ich ließ ihn sich ein wenig umsehen, bevor ich ihn erschoss. Ich habe es sofort bereut. Ein bisschen Menschenverstand wäre doch nett gewesen. Ich habe ihn Leslie getauft und mir ausgedacht, dass er eine schwere Kindheit hatte wegen seines Mädchennamens. Und dass er deswegen kriminell wurde. Er hatte ein Tattoo am Hintern. Patricia stand da. Oder so etwas ähnliches. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Jedenfalls bewahre ich das Schlüsselfragment ab sofort woanders auf, wo es sicherer ist. Ein Mann namens Crazy Earl gegeben. Er mag keine Menschen. Bei ihm ist der Schlüssel sicher. Ich habe ihm auch mein Unterwäsche gegeben. Also, wenn ich das mal sagen darf, ne? Mhm. Die Olle, die hat so einen am Kopf, ey. Tja. Jo, ich hab da mal menschliche Gesellschaft bekommen, die ich dann sofort erschossen habe. Was? Ich hab übrigens auf dem Weg hierher eine Lootkiste gesehen. Oha. Diesmal ganz sicher. Ich weiß jetzt nur gerade nicht. Ich hab sie gefunden. Wollen wir die uns erstmal angucken? Tag 684. Anscheinend kann ich das Camp nicht mehr verlassen. Ich habe alle nötigen Informationen beisammen, um die Kammer finden zu können. Aber bei jedem Versuch, von hier aufzubrechen, überkommt mich eine unsagbare Angst und lähmt mich. Ist wohl irgendeine Art Psychose. Jedenfalls sitze ich hier fest und ohne Hilfe von außen geht's nicht weiter. Ja, das ist jetzt da, wo wir sie jetzt getroffen haben, dass sie nicht weiterkommt. Ein bisschen Gesellschaft wäre ja ganz schön. Ja, dann erschießt doch nicht die Leute, die zu dir kommen. Ja. Ich glaube, wir müssen nach oben, ne? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Sieht jedenfalls so aus.
würde sagen, einer läuft in die eine Seite und der andere in die andere. Ah. Okay. Wäre ein bisschen schlauer, oder? Okay. Weil ich laufe hier gerade runter und runter ist, glaube ich, nicht so gut. Ich komme hier zu einem Tunnel. Ich denke mal, das wird zu einer. Nee, doch nicht. Dachte jetzt, das wäre zu einer. Oder wäre zu einer nächsten Gegend. Ah, ich bin hier wieder beim schwarzen Brett. Echt? Ja. Tatsächlich. Was heißt der letzte hier beim schwarzen Brett? Tatsächlich. Einmal ein Rundkurs. So, ich seh's. Oh, Tag 718. Heute bin ich außerhalb des Camps aufgewacht. Ich weiß nicht, wie ich dorthin kam. Aber anscheinend kann ich das Camp wieder verlassen. Dies wird meine letzte Nachricht, bevor ich die Echo-Aufzeichnungen so weit wie möglich verstreuen werde. Mein Echo-Recorder ist ganz klar verrückt geworden. Und wenn ich nicht aufpasse, drehe ich auch noch durch. Wenn ich diesen hinterhältigen Recorder los bin, komme ich zurück und forsche weiter. Tennis. Ende. Oh Mann. Hab die ganzen Medikits am Start. Ganz vergessen. Da drüben gibt es eine lilane Schrote. Habe ich schon gekauft. Sehr geil. Und hier gibt es noch einen, hier gibt es noch einen Glasmod für eine Sirene. Ich weiß nicht, ob die was für dich wäre. Schon wieder Girl Power. Höhere Geschwindigkeit ist auch nicht so toll. Nö. Nichts mit Girl Power. Da ist überall Girl Power drin. Alter Schwede, wie schnell regeneriert sich denn meine Munition? Alter! Pass auf, ich mach jetzt mal die 12 Schuss, ne? Pass auf. Voll. Du hast also endlich Munition, ja? Ja, im Prinzip definitiv. Also, was heißt, ja, also schon. So, und dann würde ich sagen, die Tagebücher haben wir durch. Morgen machen wir dann wieder das nächste und dann schauen wir mal was. Und damit. Oh. Oh. Ja, nettes Viech, ne? Sieht schon krank aus, das Ding. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen. Tschüss.